Herzlich willkommen zu meinem aktuellen Energievideo. Heute geht es um die Sonnenstürme, die Schumann-Frequenz. Ein Rückblick auf den Vollmond und einen kleinen Sonnensturm. Vorschau auf die beiden Portaltage, die uns jetzt erwarten. Ich teile mit dir meine Vision, die ich zu dieser sehr, sehr besonderen Zeit habe. Und am Ende gibt es wieder Engelkarten für die kommenden Tage. Es wird ein bunter Reigen heute wieder mal, nach langer Zeit, fresh out of the bed. Ich sitze endlich mal wieder auf meinem Sommer-Meditationsplatz, auch wenn es heute noch, ich glaube, 14 Grad war oder 13. Aber ich durfte heute Morgen schon vis-à-vis von hier aus den Vollmond sehen, der ja schon ein bisschen wieder abnimmt. Es war so schön, so berührend. Und diejenigen, die mich bei Facebook, Instagram und Telegram begleiten, konnten ein kleines Video von mir sehen. Es sah so magisch, ein richtig orange-gelber, regelrecht goldener Mond vor einem, ja, dunkelblauen Himmel. Der Himmel ist so schön blau, nachdem die Sonne untergegangen ist, bevor es Nacht wird und bevor es dann wieder Tag wird. Ich liebe es. Es kann sein, dass ich mich jetzt ein bisschen räuspere. Es sind die ersten Worte. Es ist noch sehr früh, es ist 6:30. Aber ich habe heute meinen freien Tag, deshalb nehme ich das Video heute ganz früh auf. Außerdem liebe ich es, direkt nach meiner Meditation, nach meiner Visionsarbeit am Morgen diese Videos aufzunehmen. Und wir starten direkt mal mit Sonnenstürmen und Schumann-Frequenz. Wir hatten am Wochenende mitten im Vollmond einen kleinen Sonnensturm, doch wie ich das schon oft gesagt habe, die kleinen Sonnenstürme haben im Moment neben all den ganzen Dingen, die jetzt passieren, eine viel stärkere Auswirkung, als sie es noch vor einigen Jahren hatten. Das hängt damit zusammen, dass sich im Moment alles regelrecht stapelt. Man sagt in der Wissenschaft, es kumuliert. Also viele Ereignisse treffen aufeinander und bilden dann wieder eine eigene Energie, die jeder Einzelne wieder hochpotenziert, also deutlich verstärkt. Ich habe diese Zeit Vollmondkraft mit Mondfinsternis genutzt und habe sie in meine Bilder fließen lassen, die ich hinter mir stehen habe. Es war so super, super intensiv. Auch diese Bilder habe ich immer wieder geteilt, in meinen Socials, weil es so eine große Freude ist und ich male gerade endlich auch wieder an einem großen Bild, einem großen Seelenlicht. Also die großen Bilder, die ihr oft in meinen Videos in meinem Hintergrund seht, sind ja meistens entweder Sternentore oder Schöpfungslichter. Und seit einigen Monaten gibt es auch die nächste Energiesteigerung, die ich auf die Erde bringen, manifestieren darf. Das sind die Seelenlichter. Das sind diese Energiekugeln mit Botschaften. Die sind so, so intensiv. Und da freue ich mich schon sehr, das Bild mit euch bald teilen zu dürfen und euch das Channeling mitzuteilen, das ich da machen darf. Also diese Kraft zu nutzen, die für uns auf der Erde ist, ist die oberste Priorität, ihr Lieben. Es ist unsere oberste Priorität. Es ist so, als würde uns der Kosmos ständig ganz, ganz viele Geschenke machen. Und viele Menschen laufen einfach so durch die Gegend und sehen die Geschenke gar nicht. Oder wenn sie sie sehen, nehmen sie sie nicht an. Ich hatte gestern wieder ein wunderschönes Telefonat mit einer meiner liebsten Herzensfreundinnen. Und es ging um Geschenke annehmen, Geld in dem Fall. Also wirklich, dass eine Tante anbietet: Hey, mein Schatz, ich liebe dich so sehr, ich bin deine Patentante und ich möchte dich unterstützen in deiner Entwicklung. Ich finde es so großartig, was du machst mit allem, mit deiner spirituellen Entwicklung und ich will das unterstützen. Bitte nimm meine Geschenke an. Und meine Freundin sagt: Nein, das kann ich nicht und ich weiß doch gar nicht, was ich dafür als Ausgleich geben kann und. Und dann durfte ich mal wieder sagen: Hey, wir sind jetzt aufgefordert, nicht nur zu geben, was ja toll ist, sondern auch anzunehmen. Es braucht die Balance, ihr Lieben. Wir geben sehr viel und deshalb dürfen wir auch viel annehmen.
Wir brauchen gar nicht zu betteln und uns auf die Knie zu werfen, uns dafür zu verausgaben, sondern wir bekommen vom Universum, aus unserer göttlichen Quelle, so viele Geschenke, so viele Wunder. Ihr habt es in meinen letzten privaten Videos gesehen. Ich erlebe das gerade und ich habe es schon oft, oft, oft erlebt in meinem Leben, seit ich mich für das Annehmen geöffnet habe, seit ich mich für meine persönliche Fülle entschieden habe. Und ich möchte euch immer, immer wieder daran erinnern, wir sind alle so kostbare, einzigartige Wesen, dass wir die Fülle des Universums, die Wunder, die Geschenke annehmen dürfen. Und die kommen nicht einfach so aus heiterem Himmel, dass uns plopp einfach ein Koffer mit 1 Million vor die Füße fällt, 1 Million Euro oder was auch immer, sondern sie kommen in Form von Menschen. In meinem Fall von einer Frau, die plötzlich das Grundstück kaufen möchte, auf dem ich lebe, damit ich meiner Vision hier folgen kann und meine Vision leben kann. Es kommt in Form von Freunden, Verwandten, die sagen, hey, ich will dich unterstützen, ich finde super, was du machst, nimm doch bitte meine Geschenke an. Also seid bitte offen dafür. All das, was auf der Erde passiert, wirkt sehr dramatisch. Und das ist es teilweise auch für Menschen, die jetzt aufgrund der vielen, vielen Erdbeben, die durch unter anderem die Sonnenstürme aktiviert werden, durch die eben, wie ich das eingangs sagte, durch diese vielen Naturereignisse, die sich immer mehr gegenseitig steigern, entstehen. Viele Menschen sind davon betroffen und das ist dramatisch, wenn man eine Überschwemmung erlebt. Das hatten wir im letzten Jahr ja auch in Deutschland zum Beispiel. Wenn man Brände erlebt, wenn man Dürren erlebt, ja, es ist jetzt unsere wichtige Aufgabe, neben dem, was ich vorhin sagte, flexibel und stabil zu sein, dass wir mit den Ereignissen gehen, dass wir uns nicht sträuben, in der Opferhaltung stecken bleiben, sondern tatkräftig schauen, was kann ich jetzt tun, um mitzuhelfen, um andere Wege zu gehen, die eben die Natur nicht ausbeuten, sondern unterstützen. Wo will ich sein, dass ich in meinem inneren Frieden bin? Der Vollmond brachte eben noch mehr Bewegungen in den tektonischen Platten unserer Erdkruste, was wiederum zu dramatischen Vulkanausbrüchen führte, die vielleicht dann, das ist immer ein vielleicht, wir wissen es nicht, aber zum Beispiel zu Tsunamis führen können. Und das wird sich alles in der nächsten Zeit noch steigern. Wir Menschen haben unseren großen Beitrag dazu getan. Dieser Beitrag ist ja zweifelhaft. Aber es sind eben auch die kosmischen Ereignisse, die alles in Bewegung bringen, in uns und um uns herum. Also flexibel sein, zuversichtlich sein, Lösungen finden, offen für Wunder und Geschenke sein und raus aus der Opferhaltung. Rein in die Manifestation und in deine Schöpferkraft, in deine wahre Größe, in dein wahres Licht. Und dazu komme ich jetzt noch weiter, denn ich möchte von meiner Vision erzählen, die ich hatte, weil ich mich geöffnet habe. Ich muss immer mal wieder auf meine Notizen gucken. Ich habe ganz viel geschrieben heute Morgen für dieses Video. Ich habe mich geöffnet für die Kraft der Portaltage, 18. 19. Mai. Ich nehme das Video am 17. Mai auf, also in meinem Fall morgen und übermorgen. Und was ich gesehen habe, war wunderschön. Ich sehe seit vielen Jahren, Jahrzehnten meinen goldenen Lebensweg in meinen Meditationen vor mir. Er leitet mich und ich sehe mich durch Landschaften gehen, durch meine Visionen gehen, durch Ideen gehen. Und ich habe gesehen, dass wir übergeordnet aus der Metaperspektive betrachtet, gerade in den letzten 2 Jahren, aber vor allen Dingen in den letzten Monaten, seit Anfang des Jahres, einen steilen Berg aufgestiegen sind. Und es war anstrengend, es war mühevoll, es war wirklich eine innere Haltung von Durchhalten, aber mit einem freudigen Ausblick. Das ist immer so, wenn man Berge besteigt, diejenigen, die gerne Bergwandern, wissen das.
dann weiß man, es ist echt anstrengend, je nachdem, was man sich für einen Berg ausgesucht hat. Aber das Geschenk kommt ja dann oben, wenn man oben auf dem Gipfel steht und sich dann umschaut. Am schönsten ist es natürlich, wenn man zwischendurch auch mal innehält, denn jeder Schritt ist ja schon ein Perspektivwechsel. Wenn man sich nämlich auf dem Weg, wenn man in den Bergen wandert, ab und zu mal umschaut, dann sieht man ja die Landschaft immer wieder neu, weil man sich immer weiter nach oben bewegt, einen immer größeren Überblick hat. Und das waren für mich die letzten Monate. Jetzt sind wir nach meinem Gefühl und auch mit den Zeichen des Maya-Kalenders auf dem Gipfel angelangt, denn jetzt endet der Kalender, also das Jahr, das Maya-Jahr endet und ein neues beginnt mit dem 19. Mai. Und so fühlt sich das auch an. Es fühlt sich an, dass wir oben sind, dass wir jetzt, heute und morgen vor allen Dingen Rückblick halten dürfen mal wieder, was war in den letzten Wochen und Monaten, was für Geschenke habe ich bekommen. Und am besten schreiben wir das auch auf. Wer schreibt, der bleibt. Und was wir niederschreiben, verstärkt sich. Also mit Dankbarkeit zurückschauen und mit Freude auf das schauen, was kommt. Und mein Gefühl ist, dass wir jetzt so eine kleine Kuhle erleben, ein wunderschönes, flaches Tal, wo es erstmal eine Weile ganz entspannt, leicht herab geht. Und ich habe uns da gesehen, wie wir als Menschheit so in einer großen Seifenkiste sind und den Berg runterrollen, über Stock und Stein. Es war so lustig, was ich da gesehen habe. Es hatte so viel Leichtigkeit, so viel Lebensfreude, so viel Klarheit. Und das ist das, was wir jetzt erleben dürfen. Wir dürfen durch diese großen Tore der Portaltage gehen. Morgen eben Rückblick, Innenschau. Da geht es darum, es endet die Welle des gelben Sterns. Und der gelbe Stern, ich bin keine Spezialistin. Ich werde unten in der Videobeschreibung mal wieder die Webseite meiner lieben Freundin Jamila Metisch verlinken. Da könnt ihr ganz viele tolle Informationen zu den Maya-Wellen, den Portaltagwellen und den Kalenderwellen lesen. Für mich hat aber der gelbe Stern als Welle immer ganz, ganz, ganz viel Licht. Ich trage ja mal wieder meinen Meister Lichtkraft-Pullover. Und diese Lichtwelle, die uns jetzt auf diesen Gipfel getragen hat, die endet morgen. Und ab dem 19. geht dann die Welle des roten Drachen los. Und der rote Drache steht für Urvertrauen, Schöpferkraft und auch für weibliche Kraft. Jetzt aber nochmal erstmal zu dem ersten Tor, durch das wir morgen gehen können. Das ist eben die gelbe Sonne im gelben Stern, in der gelben Sternwelle. Ja, wow, was für eine Lichtkraft wir morgen nochmal genießen dürfen. Und es steht unter anderem eben auch für Meisterschaft, bedingungslose Liebe und vor allen Dingen Urvertrauen. Ja? Urvertrauen, Hingabe. Und das ist auch dann der zweite Tag, der 19. Hingabe, Urvertrauen. Das ist dieses eben in dieser Seifenkiste sitzen mit einem man kann diese Seifenkisten eigentlich nur mit Körpergewicht lenken. Es gibt vielleicht ein kleines Lenkrad, aber eigentlich geht es darum, dass wir uns diesem Schwung hingeben, den wir jetzt erfahren. Und wenn wir jetzt nach oben gestiegen sind, haben wir dieses weiche, flache Tal zum Entspannen, Beruhigen, auch wenn drumherum vielleicht dramatische Sachen passieren. Jetzt kommt Simba dazu. Hi! Simba ist kein Drama. Wenn dramatische Sachen passieren, haben wir doch gleichzeitig auch diese Welle von Energie, die uns unterstützt, die uns in dieser Seifenkiste transportiert, damit wir dann wieder den nächsten Hügel oder Berg hinauffahren können und dann vielleicht das letzte Stück wieder ein bisschen wandern. Und wenn ihr euch erinnert, ich hatte extra an Vollmond ein Video aufgenommen, ein Channeling aufgenommen. Da könnt ihr noch mal reinhören, worum es geht jetzt.
Denn die Erde und der Kosmos schenken uns eben jetzt auch wieder ganz, ganz, ganz viel Kraft. Bevor mein Laptop jetzt ausfällt, meine Vision ist, wenn wir durch diese beiden Tore geschlüpft sind, wenn wir eben unsere wahre Kraft jetzt nochmal in die Zukunft lenken und uns entschließen, entscheiden, uns wirklich aufzubauen, immer mehr in unserer göttlichen Kraft, hier auf Erden, in unserer Schöpferinnen- und Schöpferkraft. Wenn wir bewusst gerade am 19. Mai wieder in die Visionsarbeit gehen und nochmal unsere Visionen nachschärfen, unsere Ziele nochmal nachschärfen, uns überlegen, wohin wollen wir gehen jetzt in dieser etwas sanfteren Zeit, dann können wir diesen Schwung fantastisch nutzen. Und dann können wir eben, falls es zu Katastrophen kommen sollte, tatkräftig helfen, wie auch immer es dann sein soll. Und wir können eben unsere Schöpferkraft auf die unterschiedlichste Art und Weise nutzen. Wir können malen, wir können töpfern. Töpfern ist das nächste Projekt, das ich mit einer lieben Freundin mal anpacken möchte. Ich möchte mal wieder mit Ton arbeiten. Ich möchte hier im Garten noch mehr machen. Es ist immer noch Frühling, auch wenn wir gerade eine Hitzewelle haben. Und ich hoffe, die ebbt auch wieder ein bisschen ab, denn mir fehlen diese Zwischenräume. Selbst hier auf Mallorca sind die Zwischenräume normalerweise sanft, nicht so extrem wie in Mitteleuropa. Aber letztes Jahr fehlte mir der Herbst. Da ging es nahtlos über von Hochsommer in den Winter. Knall auf Fall. Und jetzt geht es gerade von ja, Frühlingsbeginn in den Hochsommer. Wir haben jetzt hier Temperaturen von in den nächsten Tagen 32 Grad im Schatten. Holla die Waldfee. Aber genau deshalb heißt es flexibel sein. Körperlich flexibel sein. Und ich habe nicht nur viel gemalt, sondern ich habe mir heute Morgen im Aufwachen, im Reinspüren in meinen Körper, das ist mein Erwachen am Tag, ich spüre erstmal in meinen Körper hinein, was willst du, was brauchst du heute, brauchst du Action, brauchst du Ruhe, brauchst du Auszeit. Und erinnert euch bitte, der Mai steht für Auszeiten, für Reinigungen. Und ich habe mir ja schon Anfang Mai vorgenommen zu fasten und heute Morgen kam dann endlich der Impuls. Ich mache nie Fastenvorbereitung, brauche ich aber auch nicht. Ich bin ja vegane Rohköstlerin. Ich werde ab heute fasten. 2, 3, 4, 5, 6 Tage, keine Ahnung. Das darf mir dann mein Körper wieder sagen. Ich mache mal Mikro wieder hier ein bisschen richten. Und werde euch natürlich ein bisschen auch berichten, wie das Fasten so ist in meinen Social Medias. Ich werde eine Meditation morgen aufnehmen. Die hat sich heute Morgen auch angekündigt. Mit der Kraft der Portaltage eine Meditation. Knoten in der Zunge. Eine Meditation, damit wir uns für die neue Zeit und vor allen Dingen für die Geschenke der neuen Zeit öffnen können. Darauf freue ich mich sehr. Eigentlich wollte ich das morgen, gestern Abend mit dem Sonnenuntergang machen. Nur war der Sonnenuntergang so milchig, das wäre jetzt nicht so spektakulär gewesen. Und entweder nehme ich dann heute Abend die Meditation am Meer mit Sonnenuntergang auf, wenn es ein schöner Sonnenuntergang ist, oder eben dann morgen Vormittag. Ja, das sind meine Ausblicke und ich habe auch viele andere schöne Videos in petto. Ich darf wieder ein paar Interviews aufnehmen. Und eines wird auch diese Woche schon kommen und die anderen kommen dann in den nächsten Tagen. Ja, also meine Vision ist, dass wir eben, deshalb mache ich diese Interviews auch, immer mehr miteinander wirken, statt wie früher gegeneinander. Ja, das ist auch meine Vision, die werde ich jetzt noch mehr für mich verstärken in diesen Portaltagen, denn das ist es, was für mich die neue Zeit ausmacht. So. Und damit das Video nicht zu lang wird, mein klassischer Spruch meistens, jetzt Engelkarten. Mal sehen, was uns die Engel zu erzählen haben, wieder für Körper, Geist und Seele. Eine Engelkarte für den Körper. Eine für den Geist. Und ein Seelenimpuls. Simba liegt in meinem Schoß,
Ich hoffe, er bringt die Karten nicht durcheinander. Oh, wie schön. Das hatten wir öfter in der letzten Zeit. Der Engel für das innere Kind. Ein bunter Engel, ich komme ein bisschen näher ran. Eine bunte Engelenergie, ganz fein und zart mit vielen, vielen Blüten. Und das Originalbild hat ganz viele Strasssteine hier. Spüre deinen Körper, so wie ich es von mir gerade erzählt habe. Seit ich das berücksichtige, seit ich mein inneres Kind berücksichtige, kann ich viele Entscheidungen viel besser und klarer treffen, ohne dass mein Ego Widerstand leistet. Und für mich sitzt ja das innere Kind in meinem Bauch. Wenn ich mich im Stress des Alltages verliere, rebelliert mein Bauch. Mein inneres Kind möchte spielen, möchte Freude haben, möchte malen, möchte leuchten, möchte Leichtigkeit. Und sobald ich meinen Fokus dann wieder darauf lenke, beruhigt sich mein Körper. Das möchte ich dir unbedingt ans Herz legen. Und ich werde eben, was ich gerade sagte, ein Interview jetzt wieder machen mit meiner wundervollen Freundin Susanne Hühn, die Spezialistin für das innere Kind ist. Und ich bin sicher, dass wir in dem Spirit Talk zusammen dann auch wieder ein bisschen darauf eingehen. Aber wir hatten schon eines gemacht und das werde ich unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall verlinken. Wenn du also mit deinem inneren Kind etwas besser umgehen möchtest, dann schau dir dieses Interview mit Susanne an. Es war super. So, der Engel für den Geist passt perfekt in den Mai. Der Engel der Gelassenheit. Egal was passiert, bleibe stabil und gelassen. Bleibe in deiner Freude, in deiner Schöpferkraft. Entspanne dich, dann kannst du bessere, klarere Entscheidungen treffen und in den Portaltagen noch besser manifestieren. Der Seelenimpuls, herrlich. Der Engel der Lebensfreude. Das ist die beste Kraft, die wir jetzt an diesen Portaltagen in die Welt bringen können, in unser Leben bringen können. Lebensfreude ist die höchste, leuchtendste Schwingung, die man messen kann in einem menschlichen Körper mit den ganzen Messgeräten, die es heutzutage gibt. Und schaut euch den Engel an. Das ist einer meiner Lieblingsengel. Der Engel der Lebensfreude ist so, so lustig und ich teile ihn auch immer wieder gerne unter meinen E-Mails. Da gibt es immer kleine Bilder aus meiner Galerie, je nach Thema und meiner Gefühle. Also lasst uns mit dieser Lebensfreude durch die beiden Portale gehen, diesen erstmal den Gipfel genießen, den Rundumblick zu schauen, was war, was kommt noch und dann in die Seifenkiste setzen und voller Freude diesen Hang hinunter rumpeln und rauschen und lachend genießen und dann sanft ausschwingen, eine schöne zweite Maihälfte genießen, damit wir dann schön entspannt in das Frühlingsende kommen und dann in den Sommer gleiten können. Ich freue mich sehr darauf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Genieß dich und dein Sein. Genieß die Portaltage und wir sehen uns bald wieder. In Liebe, deine Sonja Ariel und Simba. Ciao.